Ja, hallo, ich bin Steffen aus Basdorf. Ja, ich habe mir den vor einem halben Jahr zugelegt und seitdem leistet der mir treue Dienste. Damit kann man eben Dinge erledigen, die man sonst, wo man sagt, ja, wie geht denn, wie mache ich das Auto, mache ich dreckig und so. Und den kann man nicht dreckig machen. Der ist mit einem Schlauch wieder abspritzen und dann ist der wieder sauber. Und der läuft auch fast jeden Tag. Also irgendwas ist immer. Und wenn ich bloß einkaufen fahre, was holen, was bringen oder schnell irgendwo hinfahren. Aber die Sache an sich macht auch Spaß. Ja, wir hatten zwei Autos. Irgendwann ja, merkte ich, dass wir reichen mit einem Auto. Wenn man jetzt das vergleicht mit, wenn man zwei Autos hat, dann ist es jetzt praktischer. Zu warten, zu parken, platzsparend, fahrbereit, ohne viel irgendwas zu tun. Elektrisch ist da eben praktisch. Das ist Motor, Batterie und an, aus. Und das geht da ziemlich einfach. Vor allen Dingen geht es ja darum, also ich will mich nicht so viel darum kümmern. Und um ein Auto muss man sich irgendwie mehr kümmern. Kostet einen Haufen Geld. Lubrik hatte 300 Euro Steuern für mein altes Auto. Versicherung, das war auch nicht so viel. Also mal 500 Versicherung, 300 sind 800. 1200 Sprit sind 2000 Euro. Dann plus meinetwegen noch ein Tausender irgendwelche Reparaturen, geht was kaputt oder so, sind wir bei 3000 Euro im Jahr. Die brauchen wir nicht mehr auszugeben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt kaufe ich mir den. Also habe ich online mir den bestellt. Ich habe noch nie ein Fahrzeug online bestellt. Also da dachte ich immer, ist denn der für zwei? Ist der wirklich für zwei? Also weil ich wusste ja nicht, was hier ankommt. Und ich wusste, der ist nur so und so breit. Ich dachte, na wie soll denn das gehen? Also es geht aber wirklich. Also ich fahre mit meiner Frau. Ich sitze da, meine Frau sitzt hier. Und dann fahren wir einkaufen. Zum Bahnhof und dann mit dem Zug irgendwo hinfahren. Also ich habe den manchmal wochenlang gar nicht geladen und ich bin trotzdem jeden zweiten Tag gefahren. Kurze Strecken, aber da war immer noch genug drauf. Ich habe da Strom, da wo der steht, da stecke ich den rein. Und so wie ich den leer fahre, so ein bisschen nur, zwei Stunden ist der wieder voll oder drei. Im Unterhalt, also jetzt der Strom, also bis ich eine Kilowattstunde kostet 30 Cent oder 35 Cent oder so. Also es ist so wenig pro 100 Kilometer, also kosten eigentlich kaum. Wenn jetzt der Regen, also wenn der voll von der Seite kommt, peitschend, dann würde ich nicht fahren. Aber wenn es regnet, kann man damit fahren, klar. 350 Kilo schafft der, dann wird er schon ein bisschen schwerer, aber er fährt noch genauso wie vorher. An Kreuzungen zum Beispiel, der zieht schnell an und der ist genauso schnell wie alle anderen. Also man wird nicht zum Hindernis. Und dann ist also ein Spaßfaktor da, es ist leise, es stinkt nicht. Du bist doch sicher unterwegs und alle sind zufrieden. Also, ich auch.